Recht herzlich willkommen zur 249. Folge von City Skylines. Ja, wir sind noch in der Luftfahrt unterwegs. Wir wollen nochmal weiter hier unsere Linien kontrollieren. Haben wir letztes Mal ja schon reingeguckt. Oh, jetzt sind es nur noch 300. Die gehen weiter runter. Das heißt, die Luftschiffe holen jetzt die Leute da weg, würde ich sagen. Gehen wir in die Station gerade hin. Und dann gucken wir mal. Nee, schwenken wir da. Okay, machen wir das an. Ja, da stehen jetzt nicht mehr so viele. Jetzt haben wir hier unten in der U-Bahn-Station die Leute stehen und an der Bushaltestelle stehen auch noch welche. Aber das ist ja ein optimaler Punkt zum Wechseln sozusagen, ne? Gut, dann haben wir da eine Schlange. Nein, haben wir nicht. Die war woanders, ne? Bei den Luftschiffen. Da müssen wir nochmal reingucken. War das hier, wo die Schlange war? Ne, das war ja jetzt unser jetziger Punkt. Der Umsteigepunkt war da. Ah, hier ist es. Da stehen sie Schlange. Das ist schlecht. Aber was willst du da jetzt machen? Ich glaube, da kann man nicht so viel machen, oder doch? Im Endeffekt ist es ja auch nicht so wichtig, ne? Die können da oben dann alle noch was trinken und essen und dann geht's weiter mit diesem Zeppelin. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Das ist jetzt dieser halt mit 42 Leuten. Jetzt nur noch 20. Eigentlich ist das ja schon mal gut. Jetzt ist die U-Bahn-Station direkt daneben. Die können da aussteigen, darüber laufen, ne? Jetzt ist die Frage. Ja, das war hier und dort. Und Fußgänger und... Wo gehen die lang, ne? Die fliegen da hoch, das ist auch klar. Und die kommen hier direkt von der Straße und gehen da rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die hinlaufen. Kann man da sehen. Da kommen ja jetzt ganz viele raus, oder? Okay, die gehen alle hier unten zur Station. Oder viele davon. Ne, umgekehrt. Da kam gerade ein Bus und die Bahn. Und die gehen jetzt dahin. Okay. Ja. Würde ich sagen, aber ist alles okay da erstmal. Wenn die da rüberlaufen, kann man damit leben. Ja, da kommen wieder, ist wahrscheinlich noch wer angekommen. Ach, da sind jetzt noch wieder Busse, ne? Müssen wir ein bisschen... Ah, der fährt da lang, aber sonst auch nix. Nein, da sieht man nicht so ganz so viel. Hier. Ja, die kommen von da oben. Aber mehr von hier hinten irgendwo, aus der Stadt oder was? Oder wo kommen die dann noch weg? Ja, aus der Stadt ist das Einzugsgebiet, okay. Aber wir sind ja nochmal beim Luftschiffhafen, ne? Das ist ja viel wichtiger. Gut, dann gehen wir dann nochmal hin und gucken noch die weiteren Stationen an. Das war ja hier. Und jetzt ist da keiner mehr. Auch interessant, ne? Ja, jetzt ist Tote Rose. Sind aber überall welche unterwegs. Jetzt ist dann die Frage, ob diese 500 noch am Ende steht, ne? Würde jetzt sagen, das ist gar nicht mehr vonnöten. Kann aber auch sein, dass es nicht vonnöten ist, weil keine Stationen da sind, ne? Hier haben wir einen Flughafen. So, diese Leute kommen jetzt vom Flughafen wahrscheinlich. Aber doch, da laufen sie gerade hin. Wo gehen denn die Leute vom Flughafen hin? Ja, die verteilen sich hier auf den Zeppelinplatz und gehen hier hinten zur U-Bahn-Station. Okay. Relativ viele waren das sogar. Okay. Wenn die so weit laufen, ist doch alles gut, oder? Oder sollten wir mal da gucken, ob wir da anderes Verkehrsmittel noch anbieten können. Bus ist ausgewählt, aber hier ist kein Bus da. Könnte den ja jetzt sagen, fahr doch mit dem Bus darüber. Okay, da ist noch ein Friedhof, der Unterstützung bräuchte. Aber die Straße geht natürlich weit, weit weg da lang, ne? Da ist man nicht gerade eben so eine Station gemacht hier, glaube, oder?
Sie wird sich hier hinsetzen. Dann da hinsetzen. Und hier. Würde ich auch noch eine setzen. Wo fährt denn der dann lang zum Drehen? Sieht ja richtig krass aus, wo der da hinten dreht, ne? Ja, dann machen wir es doch so, dass der da lang fährt. Hier noch Leute holt. Und dann da schließt, ne? Da ist noch eine Haltestelle. Können wir da noch welche aufnehmen und da schließen wir es. Jetzt fahren die dann da oben rum. Das gefiel mir jetzt eigentlich nicht so wirklich, ne? Aber wir können ja hier nochmal eine Haltestelle mehr ziehen. Aber hier ist ja auch keiner, ne? Nö. Dann haben wir es noch ein bisschen optimiert. Warte mal, hier war jetzt die Haltestelle da. Und ich glaube, hier oben haben wir noch eine gesetzt, oder? Ja, da. Das heißt, wir können hier in der Mitte vielleicht auch noch eine machen. Hat der jetzt noch eine Haltestelle da gekriegt? Jo, ich denke mal, das ist so ganz gut. Müsste man natürlich jetzt nochmal angucken, ne? Müsste ja rein theoretisch die letzte Haltestelle sein, ne? Ist er aber gar nicht. Auch interessant. Liniennamen, kann man das nach dem sortieren? Ja. Dann ist es wahrscheinlich die. Nö. Der hat irgendeine Haltestelle jetzt dazwischen gemacht. Weg ist sie. Das ist jetzt krass. Welche ist denn das jetzt? Das gibt's doch gar nicht, oder? Es ist tatsächlich die 38, nur wenn du mit dem Zeiger ja da drauf bleibst, ne? Das ist wieder der Hammer, oder? Okay, egal. Wir gucken rein und sehen, dass an dieser Station schon 22 Leute warten. Wo ist diese Station? In der Nähe der U-Bahn-Station. Okay. Der. Ist das unsere Linie? Das ist doch jetzt nicht die Linie, oder? Das ist sie nicht. Oh. Das ist ja jetzt wieder komisch, ne? So, das bedeutet, wir können dieses Fenster schließen. Wir schließen auch dieses Fenster, weil ich muss jetzt erstmal den Flughafen wieder finden. Können wir jetzt über diesen Weg gehen, da lang gehen und haben das dann hier? Ist das hier richtig? Nein, das ist nicht richtig. Hier ist es auch nicht. Hier ist es, oder? Ja, das ist unsere Linie jetzt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Buslinie kriegen. Und das ist diese Buslinie. Richtig? Ja, das ist die Buslinie. So, jetzt gucken wir uns die an und sehen dann, dass das hier so ist. So, da warten schon die meisten. Das ist schon mal gut, weil die hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm, sozusagen. Da steigen schon einige oben im Bus. Am Flugplatz ist nichts los. Das war die nächste. Da ist auch noch eine. Und hier sind dann weniger. Bis da gar keine sind. Wo war das jetzt? Da, ne? Ja. Dann haben wir da oben noch eine.
Und da noch eine. Und dann geht's ja wieder zurück. So, jetzt müssen wir gucken. Auf der anderen Karte. Das ist passend, ja. Wo laufen die alle hin? So, die laufen. Die laufen jetzt hier zum Flugplatz. Und die laufen hier in die Stadt, oder? Ja, da kannst du auch nichts machen dann. Schön wäre es zu wissen, dass die hier in den Bus einsteigen. Es fährt keiner mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann, oder wie sehe ich das jetzt? Wie soll ich das hier deuten? Ja, da fährt jetzt der Bus lang, aber ich sehe nicht. Wo die hingehen oder herkommen, ne? Ja, ist halt so. Steigen die dann noch aus? Also die Privatfahrzeuge, die sind noch verdammt viele hier unterwegs, wie man sieht, ne? Zu viele. Kriege ich den jetzt mal gerade hier umgeswitcht? Ja, dann machen wir das doch mal. So, wo gehen die Fußgänger jetzt hin, wenn der gelandet ist? Sehe ich nicht, weil ich das Falsche gerade eingeschaltet habe, oder? Genau so ist es wieder. Die laufen aber alle hier hin. Und dann dahin. Und in Hamda geendet oder sowas. Keine Ahnung. Ja, die sind hier zum Flugplatz gegangen oder zur Bushaltestelle, würde ich sagen. Gut, dann ist das so. Ja, gucken wir uns noch weitere Zeppelin-Haltestellen gerade an, ne? So. Da sind wir. Die nächste. Da ist eine Bushaltestelle und hier ist die Dingens. Da gehen die dann auch hin. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Das war hier, naja. Und dann da haben wir hier eine Buslinie, die da kommt. Und das ist auch doof mit dem Umschalten, ne? So, da stehen jetzt nicht so viele, aber ein Luftschiff schon oben wieder am Warten. So, wo gehen die Fußgänger hin? Das wäre jetzt hier die Frage, ne? Aber zurzeit nirgendwo. Keiner geht da irgendwo hin. Ich lasse das nächste Mal kommen. Das landet ja sofort. Ah, da kommt jetzt schon mal einer wieder angelaufen. Aber der kommt von irgendwo, glaube. So, wo gehen die hin, die da jetzt aussteigen? Wenn da welche aussteigen, das ist das nächste noch, ne? Ja, okay, die gehen zur Bushaltestelle wahrscheinlich. Und auch in die PKWs daneben, könnte das sein? Würde ich mal sagen, ne? Ja. Erledigt wohl. Und da kommen wieder welche. Bringt der Bus noch Zuschauer? Zuschauer, Fahrgäste? Nicht wirklich, wird nichts mehr im Fall. Wenn wir jetzt noch ein Fahrzeug hier mal gerade haben, was ein Bus ist. Der fährt gerade. Dann hätte ich gern neun. Ja, der ist weg, der Zeppelin. Aber ich krieg hier gerade keinen Bus. Doch, da ist er. So, der fährt dahin. Kann ich sehen, was mit denen ist, die da jetzt aussteigen? Das ist die Frage.
Da sind Sechser ausgestiegen, aber ich sehe leider nicht, was die machen, wo die machen. Ja, okay. Die Zeppelin-Leute. Gehen zur Bushaltestelle. Oben schwebt schon wieder einer. Dann lass den doch mal gerade wegfliegen. Wir gucken uns den nächsten noch an, wer hier. Straße ist ausgewählt. Okay, die gehen jetzt vom PKW wahrscheinlich ausgestiegen zum Zeppelin. Und jetzt kommt der Zeppelin. Jetzt ist die Frage, gehen da welche raus? Jetzt kommen sie raus. Ja, und die gehen da zur Bushaltestelle und wahrscheinlich der grüne Punkt dahinter zum PKW. Dafür ist es gut, ne? Ja. Geht aber. Sagen wir so, ne? Jetzt nichts Berauschendes, aber geht. So, hier sind die 11. Und da sind die 3. Hatten wir kontrolliert. Die haben auch einiges in der Nähe. Das hatten wir gerade. So, was ist hier los? Hier gehen die Leute. Hier ist ein großes Drehkreuz auf Deutsch gesagt, ne? Gibt es hier Bushaltestellen? Ja. Aussteigen tun sie hier hinten, ne? Oder? Ja. Da ist ja jetzt auch noch eine Haltestelle mehr hier, diese hier, ne? Linie mehr, sagen wir es so. Wie kriege ich das jetzt hin? Ob das. Aber das ist schon. So, jetzt halten da alle an. Das waren reichlich Linien, ne? Wir haben hier einen Taxistand, wir haben hier die Bushaltestelle. Und wo ist noch was? Ich glaube, diese grüne Linie ist jetzt eine umgefärbte Bushaltelinie. Wir haben hier gar kein Dingens, ne? Da haben wir einen Bahnhof, okay. Ist die Frage, ob die zum Bahnhof auch laufen, ne? Ist wieder schön zu sehen. Die laufen da irgendwo hin. Verteilen sich hier und verteilen sich da. Die davor. Privatfahrzeuge halten da ganz viele an. Ja. Hier ist das Taxi. Und das hier ist ein Passagierbahnhof. Das passt also auch. Ja, die können da rumfahren, ne? Kommt wieder einer runter. Gucken wir mal, wo die hingehen. Wenn wir es denn sehen können. Okay, da ist noch nichts passiert. Jetzt. Und die laufen bis hier unten zum Bahnhof. Gehen sie hin. Okay, dann ist doch alles gut. So weit ist es ja auch nicht. Man könnte es optimieren, indem man sagt, wir machen hier einen Fußweg durch, ne? Was ist das hier? Ein Park? Ja. Platz mit Bäumen. Lass uns mal gerade hier. Ne, das war nicht da. Das war. Wo ist. War das hier? Waren hier Straßenwege? Ne, da war das nicht. Wo hatte ich denn jetzt die Straßen und die Wege hier? War das doch da? Ist das denn auch Straßenzölle? Waren das okay? Das ist, nee, das ist das auch nicht. Wo waren denn meine Feldwege? Hier sind sie. Oder Fußwege. Pflasterweg. Pflasterstraßen sind gut zum Fahrradfahren auf diesen. Fahrradstraßen haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Kann das sein? Ist die Frage, ob wir hier vom Taxistand. Oh, vom Taxistand zum Taxistand, oder wie ist das?
Sehe ich allerdings nicht, ob das geht. Können die da durchgehen? Geht da einer lang? Ich glaube nicht, ne? Also hier würden sie reingehen können, das sieht man, aber da nicht raus. Müssen wir nochmal abreißen. Und nochmal neu bauen. Da war er gerade kurzzeitig blau. Da. So, jetzt müssen wir gucken, ob der da auch nebenher geht. Der Weg. Kann ich das irgendwie sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, der geht da nebenher. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, ob auch einer lang geht. Aber das können wir... Ah, da sehen wir schon, dass jemand da durchgeht. Das ist doch schon mal alles gut. Läuft, ne? Können wir den Weg sogar auswählen. Und dann sehen wir, dass vor allem Radfahrer da auch langfahren dürfen. Ja, das ist doch cool, oder? Passt schon. Ja. Und die Radfahrer bewegen sich tatsächlich bis zum Zeppelin. Cool, ganz cool. Okay, dann haben wir hier eine bessere Anbindung auch gemacht. So, und das wäre jetzt wieder der Weg, über unsere Fluglinie nochmal zu den Zeppelin zu kommen. Und keiner weiß, wo wir sind. Ich glaube, da waren wir auch schon. Da sind wir auch gewesen. Das hatten wir jetzt gerade gemacht. Das heißt, wir haben jetzt noch den hier, der aber auch super gut an der U-Bahn angebunden ist. Und dann haben wir den hier, der auch eine U-Bahn hat. Den haben wir ja händisch eingefügt. Und das war's dann. Das heißt, die Linie ist fertig. Müsste ich den dahinter noch treffen? Ja, machen wir anders dann halt. So, ne? Ne, da wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen da hin, weil wir haben ja noch diese Linie jetzt. Wo sind wir da? Hier gibt es auf jeden Fall eine Dingens. Ne. Die haben wir aber auch gemacht. Ach so, die fängt und hört auf. Ah, alles klar. Das ist deswegen so. Dann haben wir hier definitiv Bushaltestellen. Und wie weit ist es bis zur U-Bahn? Bis dahin. Ist die Frage, ob die da zu Fuß hingehen. Drehen wir mal. Nee, machen die nicht. Wäre natürlich ein leichtes Spiel, jetzt zu sagen, wir setzen hier noch eine U-Bahn-Station zwischen, ne? Hier ist die, ne? Also da kommen jetzt welche, aber die kommen aus dem Wohngebiet zu Fuß, oder wie? Ja. Fliegt hier ein Zeppelin? Ist die nächste Frage, ne? Ich sehe keinen. Gut, gehen wir da mal hin. Auf die Linie. Das ist die, da warten auch schon 18 Leute. Zwei Zeppeline sind da unterwegs, okay. Ich erhöhe mal gerade auf 3. Das ist mir doch wichtig, dass wir einen dritten kriegen. Vielleicht gibt es dann auch ein paar mehr, wenn das mehr frequentiert ist, ne? So, das. Und dann das. Dieses Fenster, ne, das ist voll doof, ne, dass das da aufgeht. Ja, die kommen jetzt da angeflogen, das ist klar. Und die laufen von dort nach hier. Und wann kommt hier jetzt ein Zeppelin an? Gar nicht. Doch, der muss ja jetzt gleich kommen. Der ist ja hier schon unterwegs irgendwo. Da ist er. Ja, blöd ist, dass ich jetzt auch wieder nicht sehe, wie wir da stehen. Aber auf jeden Fall reichlich. Sieht man da unten ja, ne? Es kommen noch ein paar dazu und die kommen wo weg? Kommen die jetzt zu Fuß gelaufen von da hinten, ey? Die sind hier am Laufen, das sieht man, das ist das Doofe, ne?
Hier steht auch noch was in grün. Das heißt, der wartet, dass er. Ah ja, die fahren dann mit dem Bus darüber. Das ist ja cool, ne? Jetzt müsste eigentlich der Bus dann bunt werden, weil er dahin fährt. Aber das ist ja auch voll doof, ne? Das ist auch der richtige Bus. Der hält ja jetzt dann gleich hier an. Da ist einer, aber der fährt durch. Auch cool, oder? Da halten gar nicht alle an, oder wie ist das? Der hält da an. Und dann laufen ein Batzen rüber. Aber da kann ja was nicht stimmen, wenn ja. Der ist doch gerade durchgefahren. Der hätte doch da auch anhalten müssen. Da ist doch gar keine andere Linie, oder? Eigentlich haben alle die. Ach, da steigt keiner ein und aus und dann fährt der Bus durch. Alles klar. Man muss ja auch immer drücken, damit man aussteigen kann. Ne? Das machen dann die da nicht. Okay, alles klar. Cool gelöst. So, aber das ist ja dann auch alles okay, würde ich sagen, ne? Weil Rückweg geht ja auch hier lang. Passt also auch. So. Haben wir das auch geklärt, ne? Schnell nochmal auf die Linie. Das war unser Halt, den wir gerade. Ne, das ist noch ein anderer Halt. Nochmal von vorne. Den haben wir. Das war jetzt der Halt, den wir gerade bearbeitet haben. Jetzt sind wir hier bei dem. Aber der hat hier die lila Linie direkt davor. Und Straßenbahn ist auch in der Nähe. Ist die Frage. Schnell, schnell. Sehen wir das, wo die hinlaufen. Alle nach da rechts oder was? Ne, sind ja noch nie ausgestiegen, ne? Jetzt sind sie ausgestiegen. Die laufen zur Straßenbahnhaltestelle, die sich hier in der Mitte befindet. Das ist doch cool, oder? Und fahren Straßenbahn weiter. Alles ist gut. Und Bus können sie auch nehmen. Passt. Läuft. So, jetzt waren wir natürlich wieder falsch unterwegs, auf Deutsch gesagt. Das war jetzt hier gerade unsere Haltestelle. Und jetzt haben wir noch eine, die ist hier. Und die ist wie angebunden. Straßenbahn und Dingens, alles ist gut. Können wir so lassen. So, da haben wir unseren nächsten Punkt eigentlich mit den Luftschiffen auch abgeschlossen. Die sollten jetzt auch alle relativ ordentlich angebunden sein. Und ja, das müssen wir dann nochmal kontrollieren. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über, den ich jetzt gar nicht auswendig weiß. Aber das kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Dann macht noch ein Abo, macht ein Like, macht die Glocke an und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!